Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Grandia 2. Wir befinden uns heute in Rowell Hills. Und Rowell Hills ist, wie ihr sehen könnt, eine Special... Ja, da kommt meine Spam wieder durch den Background schon. Eine Special Stage. Danke sehr und gute Nacht. Ich bin hier weg. Buja. Nein. Tatsache ist aber, es ist tatsächlich eine Special Stage. Es ist eine speziellere Stage. Ha. Ja. Und hier kriegt ihr natürlich ein paar Teile der besten Ausrüstungsgegenstände im Tausch für extrem starke Gegner. Und das meine ich tatsächlich diesmal auch so, denn wenn man jetzt vielleicht zurückdenkt an Grandia, und damit meine ich Grandia 1, da waren die Gegner vielleicht nicht unbedingt die stärksten Gegner, die wir jemals gesehen haben. Das sind die Gegner hier auch noch nicht, interessanterweise. Ihr seht ja, das sind relativ normale Gegner, die wir jetzt im Weimarsmund auch gesehen haben. Also wirklich nichts allzu Schweres, aber sie sind halt da. Ne, die können wir auch relativ zügig ausschalten. Sinn und Zweck des Ganzen ist es tatsächlich hier ein Mana-Ei zu finden. Wer hätte gedacht, dass wir nochmal ein Mana-Ei finden werden in diesem Spiel? Tatsache ist es eben, wir müssen hier ein Mana-Ei finden. Wir bekommen es nicht einfach nach einem Bosskampf, wie bisher auch immer. Nein, wir finden hier eins. Das ist so gesehen das Ziel, würde ich mal sagen, des Gebiets. Und das sage ich jetzt halt tatsächlich nur, weil wir dafür, naja, etwas sehr, sehr Schweres im Weg haben, worauf ich dann später nochmal eingehen werde, wenn es soweit ist. Jetzt gerade noch nicht so das Problem. Ein paar Sky Dragon Slashes hier und da und man kommt hier noch ziemlich gut durch. Das ist dann halt so. Das ist kein Thema. Aber ich habe mich hier mit diesem Part schon aufgeregt ohne Ende, denn ich habe es jetzt mittlerweile... Ich glaube, das ist jetzt das der vierte Versuch. Und das ist schon eine ganze Menge, sag ich mal. Wenn wir also hier einmal rumgehen, finden wir... Diese Waffen sind im Prinzip die Zero-Waffen, die wir mal haben konnten damals. Und sie sind schlecht. Wisst ihr, warum sie schlecht sind? Wollt ihr mal raten? Habt alle geraten? Naja, ganz klar, Zero-Waffen, die haben wieder keinen Angriff. Das ist ja schon mal schlecht an sich. Ne? Wer das geraten hat, der kann natürlich sich auch auf die Schulter klopfen. Die Tatsache ist aber vielmehr, diese Waffen sind im Großen und Ganzen dadurch komplett nutzlos, dass sie auch keinen Sinn und Zweck mehr erfüllen. Damals in Grandia, da konnte man sie ausrüsten, um den Gegner nicht zu töten, aber die Waffe zu trainieren. Hier bringt das nichts. Ich brauche keine Waffe trainieren, beziehungsweise kein Waffenskill trainieren. Das ist schon das ganze Problem. Die Waffen sind komplett nutzlos gemacht worden durch die Umstellung des Systems und trotzdem kriegen wir sie hier geschenkt. Ja! Große Freude darüber. Wirklich, wirklich ganz große Freude darüber. Und damit meine ich absolut keine Freude, denn das sind Items, die wären einfach nicht nötig gewesen. Aber gut, wenn ich so rede, da könnte man fast immer denken, ich bin so ein negativer Bastard, der da sich einfach nicht drüber freuen kann. Dementsprechend wenden wir uns Schönerem zu. Es gibt hier tatsächlich noch wertvolle Gegenstände. So ist ja nicht. Müssen wir zwar ein bisschen weiter, aber es gibt hier tatsächlich noch Sachen, die sich lohnen und die holen wir uns auch. Und da dieses Video hochgeladen wird, könnt ihr euch natürlich auch vorstellen, dass es in dieser Version geklappt hat. Yay! Große Freude dafür. Großes Problem für mich natürlich war auch wieder... Ich habe versucht, Gegnern aus dem Weg zu gehen. Und ihr wisst, wie das läuft, wenn ich versuche, Gegner aus dem Weg zu gehen. Ne? Dann, naja, dann habe ich ganz viele Gegner in meinem Video drin. Aber dieses Video wird nicht das längste Video sein, um Gottes Willen. Nein. Da habe ich einen anderen Kandidaten für.
Und das werden wir zu spüren kriegen, wenn ich dann den letzten Part mal hochlade. Denn, ja, das hier ist nachkommentiert. Ich habe keine Lust mehr gehabt, nachdem ich das Video, ich glaube, schon zweimal abbrechen musste, das nochmal nachzuplappern. Und ich hatte recht, es hat, glaube ich, noch drei oder viermal, naja, danach zwei oder dreimal gedauert. Es hat lange genug gedauert und, naja, jedes Mal sich zum Volldeppen zu machen vor laufender Kamera und keiner kriegt, das ist ja kein Spitz, ne? Der hält ja keiner mit davon. Also nein. Ja, die Lotusblume. Immer noch eine meiner Lieblingstechniken im gesamten Spiel. Und das ist auch tatsächlich geblieben. Ihr habt es ja gemerkt. Die Lotusblume ist eine der schönsten, besten Techniken im gesamten Spiel. Einfach auch wirklich tatsächlich nur durch ihren, ich sag mal, Radius, den sie dabei hat, ne? Und die Schnelligkeit, wie man sie benutzen kann. Also das ist halt etwas, wo ich sage, ja, Lotusblume. Blum alles weg. Es ist halt so. Die Lotusblume hat, was das angeht, ziemlich gut drauf. Für diejenigen, die meine Videos verfolgen, der Umzug geht voran. Ich gehe davon aus, dass ich Ende dieser Woche, wir haben gerade den 20.04. Drüben sein sollte. Allerdings hätte ich dann kein Internet. Also, da werde ich mich dann die Wochen drum kümmern, aber ich werde dann wahrscheinlich ungefähr Ende dieser Woche drüben sein. Aufnehmen und so ist nicht das Problem, aber eben irgendwas hochzuladen. Damit muss man dann halt mal gucken, dass man da, naja, eine Möglichkeit findet. Vielleicht renne ich auch dann immer nochmal rüber und sage, ja, ich muss mal hochladen oder was, wie auch immer. Ich hoffe dann natürlich einfach auf euer Verständnis, aber ich gebe mir größte Mühe, dass ich tatsächlich mal mit einem anfangen kann. Oder ich lade alles, was ich habe, nochmal privat hoch und veröffentliche es mit der Zeit. Muss man mal gucken, wie das hinkommt mit dem ganzen Rendern etc. pp. So, jetzt sind wir im wichtigen Teil dieses Dungeons. Das ist, ihr kennt es ja noch, dieses Labyrinth. Diese Gegner hier nennen sich Teufel. Diese Teufel mit 5800 HP, was übrigens dann natürlich auch tatsächlich heißt, überleben ein Sky Dragon Slash, wie ihr jetzt sehen werdet. Aber einfache Mathe reicht ja auch. Die Tatsache, dass sie einen Sky Dragon Slash überleben, ist insofern schlecht, da wir ja, naja, ich sag mal, sie relativ zügig erledigen sollten. Warum sollten wir sie relativ zügig erledigen, kann man sich jetzt fragen. Sind ja auch nur Gegner, ne? Wir haben schon öfter mal Gegner gehabt. Ne? Wir haben schon das ganze Spiel über Gegner gehabt. So ist ja nicht. Die Sache hier ist, diese Gegner können Kaboom. Und anders als Monkey-Gegner ist dieses Kaboom tatsächlich tödlich. Wenn sie ein Kaboom einsetzen sollten, dann werden wir tot sein. Und bei vier Gegnern, die das potenziell einsetzen könnten, ist das schon ziemlich, ja, nicht gruselig oder sowas. Nein, es ist einfach nur tatsächlich furchtbar tödlich und nicht schön. Also es ist so der Punkt, wo man tatsächlich gucken muss, dass man sich nicht überraschen lässt, dass man immer als Erster im Kampf dran ist, dass man sie dann auch umbringt, sonst, selbst wenn man sie überrascht und nicht schnell genug ist und sie dann halt Kaboom machen können, man ist tot. Und das ist mir mehrere Male passiert. Das ist nicht schön. Und aus irgendeinem Grund hat sich dann meine Version von Grandia beim Game Over Bildschirm aufgehangen. Also, doppelt nicht schön. Kann ich also euch nicht empfehlen. Ja, sie sind zum Glück anfällig für Schlaf zum Beispiel. Das ist dann halt so ein kleiner Pluspunkt vielleicht. Aber dass ich so gesehen dann ungefähr drei Spezialtechniken einsetzen muss, um die zu besiegen, nicht schön. Man kann tatsächlich jedem Teufel in diesem Labyrinth aus dem Weg gehen. Und die haben halt bestimmte Routen, die die folgen. Man kann sich die angucken, dran vorbeischleichen, kein Problem. Man kann ja also Metal Gear Grandia spielen. Ist eine Möglichkeit.
Das ist tatsächlich eine Möglichkeit, wollte ich aber nicht. Das war dann auch das erste und fast schon wieder letzte Mal, dass ich dann gesagt habe, jo, gut, okay, dann werde ich sogar mal Items benutzen. Die wir während des gesamten Spiels gekauft, ja, nicht gekauft, sondern geholt haben. Unter anderem auch die Baobab-Früchte, denn warum nicht? So ein bisschen extra Heilung, kein Thema, fand ich ganz praktisch. Und da ich meine Spezialtechniken einsetzen muss, tatsächlich mit Betonung auf muss, denn ansonsten würden wir einfach nur grausam verrecken, ja, war die Überlegung gar nicht mal so weit ab. Da habe ich gesagt, nee, da wollen wir tatsächlich dann mal die Spezialtechnik einsetzen. Ja, sogar ein tatsächliches Wollen, denn man könnte argumentieren, na, man kann das ganze Spiel auch ohne spielen. Aber das war dann hier der Punkt, wo ich gesagt habe, nö, also das ohne, nein. Das ist dann ungefähr die Stelle, an der es dann nicht mehr so funktioniert, wie man es gerne hätte. Aber ja, nebenbei bemerkt, man sieht natürlich auch noch die alten Schätze. Das ist vielleicht ein bisschen verwirrend manchmal. Aber nur, wenn es sowas ist wie eine Truhe, wie man gerade gesehen hat, eine Geldtruhe. Man würde eine Geldtruhe sehen und müsste sich überlegen, habe ich die schon oder muss ich da noch hin? Natürlich sieht man es. Das ist halt eine positive, das Icon ist natürlich immer noch dasselbe, von daher ist das nicht ganz so schlimm. Aber man muss natürlich tatsächlich es im Auge behalten, muss sagen können, yo, das habe ich oder das habe ich nicht. Und wenn das nicht funktioniert, ist das natürlich so eine Sache. Also einfach ist das. Schlussendlich haben wir hier weniger die Probleme, würde ich mal behaupten. Weil wir sind ja gründliche Schatzsucher und ich habe ja zumindest kaum Items im gesamten Spielverlauf verpasst. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas richtig Großes mal verpasst habe. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, wir haben fast alle Schätze müssten wir eigentlich gesammelt haben. Das sollte dann gut so sein. Denke ich doch mal. Trotz allem, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie angespannt und genervt ich von diesem Part war. Ich wollte die Special Stage zeigen. Das ist halt einfach so. Ich wollte sie gezeigt haben. Ich wollte sie auch in einer Länge gezeigt haben. Und ich habe natürlich eine Warnung über die Teufel gelesen, habe aber gedacht, pff, ja. Ja. Können kaboom, na gut, ne? Kann ja nicht so schlimm sein. Naja. Es war so schlimm. Es war einfach so schlimm. Diesen Part hier nehme ich übrigens nach dem Zelda-Konzert auf. Und Mann, war ich begeistert über dieses Zelda-Konzert. Es war große Klasse. Sehr schön gespielt. Mit Nachrichten von Shigeru Miyamoto und den Produzenten von Zelda. Sowie der Musik von Zelda. Es war sehr, sehr schön. Und wird auf jeden Fall länger in meiner Erinnerung bleiben. War einfach klasse. Hat mir gefallen. Doch ja, für diejenigen, die das wissen wollten. Also, das ist so etwas, wo ich sagen würde, jo, muss man nicht unbedingt mal gemacht haben, aber es ist sehr, sehr schön. Doch ja, so ein Spielekonzert ist schon große Klasse. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt auf die Items eingegangen bin. Habe ich jetzt auch nicht großartig mich drauf vorbereitet. Die Sache ist halt, wir finden hier unter anderem ein Mana-Ei. Das habe ich ja schon mal zur Geltung gebracht. Wir finden ein Mana-Ei. Dazu finden wir allerdings auch noch ein paar Rüstungen, glaube ich. Viel wichtiger sind allerdings, wir finden tatsächlich wichtige Items. Diese wichtigen Items verdoppeln unsere Erfahrungspunkte und Spezialmünzen, die der Kampf uns droppt. Da war es zum Beispiel. Soul of a Hero verdoppelt die Erfahrungspunkte, die wir nach einem Kampf kriegen. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Definitiv nicht. Ich weiß gar nicht, wie das andere hieß. Wir finden auch eine Lore of Magic. Lore of Magic finde ich ziemlich lame irgendwie dafür, dass es darum liegt. Lore of Magic gibt uns 1000 Magiemünzen. Ja. Yeah. Seid ihr auch so begeistert wie ich? Ich hoffe mal, ihr seid begeistert.
Ihr seid besser begeistert. Okay, nein, seriously, real talk. Völliger Schrott am wirklich zu diesem Zeitpunkt im Spiel, dass wir da nochmal nur so ein Ding kriegen, was uns 1000 Magiemünzen geben. Das ist halt nicht viel. Das ist halt so. Dazu finden wir auch Items, die unsere Spezialtechniken um 25% nochmal kürzen, was die Kosten angeht. Und das ist natürlich mit dem Sky Dragon Slash, der dann auf 74 runterrutscht, gar nicht mal verkehrt. Was dann prinzipiell heißt, ich kann ihn, glaube ich, dann insgesamt viermal einsetzen oder so ähnlich. Kann man jetzt auch argumentieren, dass es das nicht wert ist, aber ich fand es sehr, sehr praktisch, sehr, sehr schön. Also von daher, ich bin da eher glücklich drüber als nicht. Aber wie gesagt, das ist dann halt so eine Sache, da kann man argumentieren. Da hatte ich auch schon wieder leichte Panik, weil die ganzen Teufel überleben. Das. Ich sage, überlebt einer, schon nicht gut. Jeder kann euch, tatsächlich jeder Teufel kann euch mit einem Kaboom in die Luft sprengen. Und falls ihr wissen wollt, wie Kaboom aussieht, das sehen wir später. Tatsächlich noch. Ja, also ihr habt es gesehen, ich hab den Namen vergessen des Items, aber wir haben auf jeden Fall das mit den Spezialmünzen und wir haben das für die Erfahrungspunkte. So, hier oben ist dieses Mana-Ei, für das man das alles auf sich nimmt. Ein Feen-Ei ist es in dem Fall. Yay! Und ganz ehrlich, ich meine, ich habe das Menü noch geöffnet. Bitte sag mir, dass ich das Menü geöffnet habe dafür. Aber wahrscheinlich bin ich erst rausgerannt. Ich glaube, das kann man auch verstehen nach dem ganzen Trubel hier, bin ich erstmal dann gegangen und habe gesagt, yo, ich habe das Mana, ich kann endlich gehen. Oder zumindest wollte ich speichern. Das Problem dabei ist, ich habe ein Item vergessen hier drin. Das heißt, ich bin hier nochmal reingelaufen. Das habe ich natürlich auch, nein, nicht ganz aufgezeichnet, aber ich habe das Item und seinen Standort aufgenommen, damit ihr wisst, wo es ist, falls ihr es nachspielen solltet. Was ich nicht unbedingt glaube. Ich glaube übrigens überhaupt nicht, dass irgendwer irgendwann mal ein Spiel nachgespielt hat, beziehungsweise mitgespielt hat, während ich das hier gemacht habe. Man kann halt ein fertiges LP besser als eine Art Guide, Walkthrough etc. benutzen, als so ein Ding, wo man drauf hoffen oder ja doch prinzipiell tatsächlich hoffen muss, dass der LPer tatsächlich jeden Tag wenigstens ein Stückchen davon hochlädt. Und dann ist die Frage, will man dann tatsächlich nur 20 Minuten spielen? Wahrscheinlich nicht. Sollte ich jemals ein Spiel machen, wo mir tatsächlich gesagt wird, yo, ich benutze deinen Teil hier nebenher als Lösung und wäre echt froh, wenn du mehr machen würdest. Dann würde ich wahrscheinlich überlegen, es zumindest auf eine Stunde bis eine halbe Stunde auszuweiten. Aber das ist halt das, was ich meine. Da muss man halt wirklich jetzt mal im Prinzip, was das angeht, überlegen. Denn als LPer kann ich euch halt nicht überladen. Das habe ich mal gemacht. Das funktioniert nicht unbedingt so richtig gut. Ich meine, es funktioniert, um den Channel aufzubauen, um tatsächlich dann viele LPs drauf zu haben, damit man sich umgucken kann. Aber es funktioniert halt nicht so richtig. Jetzt habe ich weniger Spiele im Programm. Mehr Zuschauer locke ich nicht damit an, aber ich habe das Gefühl, meine Fanbase kommt dann besser hinterher, aber das kann nur ich sein. Da ich momentan eh relativ stark beschäftigt bin, komme ich ja nicht ganz dazu, jeden Tag was hochzuladen. Aber ich glaube, bisher stoße ich da mehr auf Verständnis als sonst was. Ich gebe mir dann trotzdem Mühe, das hier in die Gänge zu bringen. Vor allen Dingen gebe ich mir auch Mühe, das Tales of hier in die Gänge zu kriegen. Ich habe schon Tales of Phantasia ein bisschen aufgenommen, gerendert. Das ist also bereit und steht in den Startlöchern. Ich gebe mir da auch größte Mühe. Ich hoffe, ihr habt da dann echt euren Spaß dran. Denn das Spiel, Phantasia, spiele ich blind. Und ich möchte da natürlich keine Tipps oder sowas hören, denn ich werde für jeden Part das im Prinzip nachspielen. Ich habe tatsächlich dann einen netten Bereich, den ich nenne, was wir verpasst haben. Der kommt am Ende des Videos. Natürlich vor dem Abspannen. Sonst wäre das ein bisschen blöder. Und wenn ich dann noch was verpasst habe, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben.
Sprich, ich habe einen Blind-Durchgang, dann habe ich einen, hier, das ist eine Lösung-Vorgang, so und das habe ich verpasst. Das kommt zwar meinem Blind-Vorgang zugute, weil ich von da dann weiterspiele, aber das, was ich gemacht habe, ist meistens erstmal blind. Und das ist halt, sind zwei Spieldurchgänge in einem, wenn man so will. Weil ich es nachspiele dann zur Not. Das ist schon irgendwo ein bisschen anstrengender als normalerweise, wie ich es machen würde. Aber ich mache es, um dann hoffentlich ein interessantes LP dabei rauszukriegen. Mittlerweile kann ich übrigens den Weg im Prinzip auswendig. Da bin ich halt nur am gucken, dass ich nicht mehr Teufel in den Weg renne, als ich es eh schon getan habe. Na mal ja. Das war das Labyrinth. Und ich bin ganz ehrlich, ich find's echt furchtbar. Furchtbar, aber gleichzeitig bin ich auch sehr froh, dass wir es hingekriegt haben. So gesehen. Nun ja. Im Großen und Ganzen, das war's. Tatsächlich. Aber ich würde sagen, ja, das Dämonen-Necklace verringert die MP-Kosten um 25%. Auch nochmal sehr schön. Ich würde sagen, genießt den Rest des LPs. Wir sind ja eh fast durch. Bis zum nächsten Mal.